Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wie versprochen, werden wir heute mit der Quest weitermachen. Familienzuwachs. Berate dich mit den Göttern. So. Überblicke das Land, Freundin. Hier in dem Bereich. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Ein paar Meter bloß noch. Genau, da werden wir doch jetzt gleich mal hinschauen. Sieh dir Türs neues Haustier an. Dann machst du dir in die Hosen. Wo hat er diese Bestie her? Ich bin Wolf aus der Quelle. Oh, ein Riesenwolf. Sieh nur, wie groß dieses schöne Geschöpf ist. Beeindruckend, oder? Klare Augen, starke Beine. Er muss aus einer mächtigen Blutlinie stammen. Ihr Narren. Wenn er so weiter wächst, wird er schon bald den Mond verschlucken können. Ich weiß, was du denkst, Harvey. Doch dieser Wolf ist nicht dein Feind. Die Zeichen Ragnaröks. Sollte es kommen, werden wir alle erkennen. Tyr, du wirfst Knochen in einem Spiel, das du nicht verstehst. Das mag sein. Doch das Wagnis gehe ich ein. Wenn es mich einen Preis kostet, zahle ich ihn. Im Moment sind es die Jötnar, die uns Ärger machen. Hast du mit dem Baumeister gesprochen? Das habe ich, ja. Ist Freya in der Nähe? Sie bringt Thor bei, wie man Armeen aufbaut. Ein Kampf, den sie beide verlieren. Kommt mit. Ihr müsst alle hören, was ich zu sagen habe. Ja, der Baumeister will ja die Freya zur Frau haben. Ja, dann schauen wir mal, was er dazu sagen hat. Gesprochen und seine Arbeit gesehen? Das habe ich. Und das heilige Wasser? Wurde es benutzt? Das diese Zeichen sind deine... Schluss mit dieser Zauberei, Weib! Zeig mir nur, wo der Feind ist und ich kümmere mich um ihn. Harvey, du siehst besorgt aus. Der Baumeister gab mir eine Kostprobe seiner Magie. Sein Schild streckte Eindringlinge nur durch Berührung nieder. Das käme uns sehr gelegen. Aber dein Gesicht lässt anderes vermuten. Ich fürchte, der Preis ist zu hoch. Was verlangt er denn? Dich. Mich? Hält er uns für Sklavenhändler? Ich hämmere ihm auf den Kopf, bis er sein Hirn ausscheißt. Nun beruhigt euch doch. Lasst uns erst einmal... Denkt diesen Gedanken bloß nicht zu Ende. Was hast du geantwortet? Ich sagte ihm, das wäre allein deine Entscheidung. Du hast nicht einfach abgelehnt? Ich habe uns Zeit erkauft. Boah, man das hier. Ich wich seiner Frage aus, um uns Zeit zu verschaffen, bis wir einen besseren Einfall haben. Einen, der ohne den Verkauf eurer Königin auskommt, wie ich hoffe. Ich könnte auf seine Leber einprügeln, bis er ganz umsonst für uns arbeitet. Ziehen wir doch in Betracht. Ich nutze meinen Körper nicht zur Verhandlung. Also das ist mir neu. Moment. Ich hab's. Das stumpfe Ende meines Hammers in seine Familienplanung. Ihr macht euch viel zu viele Gedanken. Stellt dem Baumeister eine unmögliche Aufgabe. Zum Beispiel eine Frist von, sagen wir, 9 Tagen. Wenn er scheitert, was zweifellos geschehen wird, bleibt Freya frei. Und wir können seine angefangene Arbeit zu Ende bringen. Er müsste dumm oder verrückt sein, um zuzustimmen. Du unterschätzt kluge Männer, Herr der Stürme. Der Baumeister hat seinen Stolz. Er wird keiner Herausforderung aus dem Weg gehen. Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht, doch wir müssen handeln. Loki, überbring dem Baumeister dieses Angebot. Dein Wille ist mir Befehl, Runenschreiber. Du spielst nach Regeln, über die du keine Kontrolle hast. Und dann schafft das. Du wolltest, dass dieser Handel stattfindet. Wir sind Äsir. Sie Teil der Vanir. Vorsicht! Haltet Abstand! Der Wolf! Scheiße! Jage den Wolf! Zurück. Ich hole ihn mir! Ein Wolf! Ein Wolf! Aus dem Weg! Der Wolf gehört mir! Zurück!
Den schnapp ich mir. Wie groß dieses Biest ist. Ich schärfe meine Axt an dein Zähnetierchen. Kämpf nicht gegen das Biest. Überlass es mir. Du mein Untergang. Ist es dein Schicksal, mich zu vernichten? Ich bin der Wiedergänger. Ich bin der lebende Geist. Ich kann nicht sterben. Wir werden sehen, was stärker ist. Dein Schicksal oder mein Wille. Hey, wo ist er? Da ist er. Alter! Okay. Ich habe dich gewarnt und sieh, wohin es dich führte. Harvey, nein! Halte ein, Harvey! Hey, was ist los? Geh mir aus dem Weg, Loki! Du hast geschworen, nie mein Blut zu vergießen. Tritt zur Seite, dann muss ich es nicht tun. Das ist mein Blut! Was? Er ist mein Sohn! Bastard! Tür.
Du magst diesen Wolf. Du wirst sein Wächter sein. Bring ihn nach Lyngby und binde ihn fest. Er darf die Insel nicht verlassen. Ich spreche mit dem Zwerg Ivaldi. Möge er eine dauerhaftere Lösung finden. Komm, Junge. Okay. Fürchte dich nicht. Sei sanft, bewahre des Rechts. Loki. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Oh, daran besteht kein Zweifel. Wie ein schlechtes Omen. Okay. Die unmögliche Aufgabe wird immer dringender. Jetzt haben wir den letzten Schatz hier. Aber wir gehen erstmal zu Ivaldis Schmiede. Machen wir die Hauptstory weiter. Heftig, ja. Ich denke mal, dass wir gegen den Wolf nochmal kämpfen werden. Asgard. Meter. Ah, hier waren wir ganz am Anfang schon mal drin, wo wir in das Gebiet gekommen sind. Ein Band schmieden. Avi, sag dieser Arschwolke, dass er nicht einfach in Asgard hat. Ich war nur neugierig, Zwerg. Es lag mir fern, dich zu beleidigen. Ich wollte nur mein Wissen erweitern. Die Zwerge geben nichts kostenlos her. Entschuldige die Ablenkung, Meister Schmied. Ich werde dich arbeiten lassen. Und? Was soll ich dir heute fertigen, Harvey? Bodenlose Hosen, falls du dir auf dem Schlachtfeld einscheißen musst? Hast du schon von Huga-Magie gehört? Harvey, meine freundliche Obhut. Du weißt, wir Zwerge geben nichts kostenlos her. Wenn du eine Antwort willst, verlange ich etwas im Tausch dafür. Und was? Eine verborgene Wahrheit, die nur dir bekannt ist, Weitblicker. Lass mich an deinem geheimen Wissen über die Welt teilhaben. Die Menschen werden Ragnarök überleben. Im Holze Hutminirs werden sie Zuflucht suchen und vom Morgentau leben, bis sich ihre Zahl wieder erholt hat. Die Menschen sind ein wahrhaft wackeres Geschlecht. Viel stärker, als wir es ihnen zugestehen. Nun, du hast nach Huga-Magie gefragt. Das ist Jötnerhandwerk. Sie können den Geist eines Mannes an einen anderen Ort bringen. Doch soweit ich weiß, sind sie Stümper. Die Knaben, die mit dem Feuer spielen und nicht wirklich wissen, was sie tun.
Wenn das alles war, kannst du dich jetzt verpissen und mich arbeiten lassen. Da wäre noch eine Sache. Kannst du mir eine unzerstörbare Kette schmieden? Ketten sind überbewertet. Ein schwaches Glied und sie ist wertlos. Lass mich ein Seil fertigen, das selbst Thor nicht zerreißen könnte. Es muss aber stark genug sein, eine mächtige Bestie zu fesseln. Okay, eine Wolf, denke ich. Ich werde meinen Schweiß in dieses Seil fließen lassen, Harvey. All mein Wissen und all meine Fertigkeiten werden erstärken. Und was erhalte ich dafür? Meinen Dank und meine Gastfreundschaft. Was könntest du mehr wollen? Boah. Falsche nicht mit dem, der deine Eier in der Hand hält. Du könntest auch ins Land des Feuers zurückkehren, Ivaldi. Und wie deine Brüder sterben. Auf einem Spieß gebraten. Um solch ein Seil zu fertigen, brauche ich einige unmögliche Zutaten. Nenn sie mir. Sieh, ich habe die Sehne eines Bären, den Atem eines Fisches und... Den Tritt einer Katze. Die Wurzel eines Berges. Wie finde ich sowas? Woher soll ich das wissen? Die Rätsel werden dich führen. Ich habe keine Geduld für Rätsel, Zwerg. Diese Rätsel sind so alt wie die Welt. Weitergegeben von Nyi und Nidi, an Nordri und Sudri, Austri und Westri, Altjof. Ich verstehe. Ich bin bald zurück. Okay. Mehrere Quests angenommen. Bivor, Bavor, Bömbor, Nori, Ahn und Ana, Ai, Myrdvidnir, Vaik und Gandalf, Windalf, Treintek und Tori. Ei. Finde ein Katzen, die Wallis Rätsel sind bei deinen Questgegenständen im Inventar. Deine Katze. Katzentritt, okay. Katzentritt, was ist denn das für ein Schmarrn schon wieder? Wir schauen uns Inventar. Fußnote einer Katze. Über dem Tor des, der großen Halle des Nordens sitzt geduldig eine goldene Katze. Den Blick auf vielen hohen Türmen wird sie gefunden, flieht sie. Doch folge ihr ohne Furcht. Sie spring, steig hinab, führt sie dich zum Ende, schwebt sie zu Boden. Lande ebenso und stiehl schnell ihr Geräusch. Okay.
Gehen wir mal ganz hier oben hoch. Kein Plan, Leute, was ich hier machen muss. Tritt. Das ist eine goldene Katze. Oh, das ist tot. Ach so, der sagt mir schon irgendwo in dem Bereich hier. Also war ich gar nicht so falsch. Gehen wir nochmal da oben schauen. Breite deine Flügel aus. Ach, da oben, okay. Wir haben Feuer aber nicht gesehen. Eine von Freyas Statuen. Wer hat dich da hochgebracht, Kätzchen? Okay. So. Achso, ich muss dir folgen. So ist das also. Führe mich geschmeidig.
entführst du mich nur. Gedacht, dass man ein Geräusch einfangen kann. Okay, sehr schön. Der Gipfel der Möglichkeiten. Der Gipfel der Möglichkeit, eine felsige Wiege auf Asgards höchsten Höhen, schläft die Saat Dimirs kalten Griff. Wärme sie wach, bringe sie zu Wasser und alter Knochen erwacht zu neuem Leben. Katzentritt? Okay. Gut, dass wir den Punkt schon haben. Das sieht nach dem richtigen Ort aus. Wirklich. Da ist der Samen. Im felsigen Griff des Berges. Vielleicht befreit ihn etwas Hitze aus der Umarmung. Okay, etwas Hitze. Die Saat wird keine Wurzeln schlagen, wenn ich sie nicht wässere. Da muss ich mit ihr runter dann praktisch, oder? Fragen. Und wie komme ich jetzt hier runter? Sie für mich sühnen. Ah, da ist... Hier ist nämlich was. Die Wurzel besorgen, bevor sie zu fest sitzt. Ich weiß nicht, ob ich hier runterspringen kann. Es gibt keinen höheren Gipfel als diesen. Mal sehen, was du damit anfängst, Ivaldi. Okay, die Wurzel des Berges. Okay, das nächste wäre dann ein Band schmieden. Sprich mit Ivaldi. Machen wir doch gleich. Thank you.
Auto im Hahner hat verweicht. Schauen wir mal. Den dritten Teil hat man anscheinend schon so erledigt. Aha. Ich erkenne einen Katzentritt, wenn ich ihn höre. Bring ihn her. Ich habe alles gefunden, wonach du verlangt hast. Wie schnell hast du dieses unzerreißbare Seil fertig? Sobald es fertiggestellt werden möchte. Diese Art von Magie darf man nicht drängen. Sie fließt in ihrem eigenen Tempo. Komm zu mir, wenn es bereit ist. Übrigens, nach unserem Gespräch über den Huger kam mein Vetter mit seiner eigenen Geistergeschichte. Ich glaube nicht an Zufälle. Dies ist also kostenlos. Was hat er gesagt? Borin, der Mann seiner Schwester, trank Met aus Jötunheim und sein Huger landete in einer Ziege. Der Geist eines Zwergs im Körper einer Ziege? Noch seltsamer war, dass seine Schwester nichts bemerkt hat. Harvey! Zieh mich da nicht mit rein. Der Turm ist fast vollendet. Sei unbesorgt. Es bleiben nur wenige Stunden. Und doch zu viele. Ich fühle, wie sich die Falle um mich schließt. Die Falle zu erkennen, ist der erste Schritt, sie zu umgehen. Es kümmert dich nicht, wenn ich mit diesem Baumeister vermählt werde, oder? Hab keine Angst, Freya. Was auch immer heute geschieht, deine Vermählung mit dem Baumeister gehört nicht dazu. Hab wenigstens den Anstand, deinen Vertrauensbruch zuzugeben. Es war falsch von mir, dich so zu benutzen. Ich werde den Baumeister stellen und die Wahrheit aus ihm herauspressen. Eine schwache Entschuldigung. Aber fürs Erste soll sie mir reichen. Wenn du mit dem Baumeister fertig bist, solltest du dich um Loki kümmern. Er hat jede Gelegenheit genutzt, uns tiefer hineinzureiten. Ja, der Loki war wenn Loki schon immer ein bisschen falsch. Sorge ich dafür, dass er bestraft wird. Blutschwur hin oder her. Okay. Der krönende Abschluss. Jetzt hören wir uns aber erstmal den letzten Schatz, würde ich sagen. Die Welt sieht schon richtig cool aus. Wieder unter uns. Ich muss mich in Acht nehmen. Zeig es mir.
glaube, da hinten war ich doch aber schon, ne? Ja, hier war ich schon drin, ne? Aber so weit ging es da gar nicht rein, glaube ich. Irgendwo da unten drunter. Trotzdem, vielleicht kommen wieder noch irgendwie so eine Höhle rein oder so. Gefällt dir, was du siehst? Ein guter Turm, oder? Schau, was er zu sagen hat. Nicht mein bestes Werk, aber ihm wohnt ein gewisser Glanz inne. Nun denn, wo ist meine Königin? Du bist fertig? Der Turm ist einsatzbereit? Eine Rune fehlt. Ich füge sie hinzu, sobald ich vermählt bin. Wer hat dir geholfen, die Arbeit abzuschließen? Allein hättest du es so schnell nicht schaffen können. Unsere Übereinkunft hat mir Hilfe von außen nicht verboten. Nun, wo ist Freya? Das Warten ermüdet mich. Hilfe von außen? Interessante Wortwahl. Sei gegrüßt, Harvey. Sei gegrüßt, Baumeister. Wir bringen dir deine Braut. Freya, meine Angebetete. Warum grinst sie so schelmenhaft? Langt ihr nach dir? Sie hungert, Baumeister. Nach dir. Ihr verlangt es danach, dich wie einen saftigen Leckerbissen zu verschlingen. Fabelhaft. Es wird sie freuen zu hören, dass ich denselben Hunger verspüre. Unsere Vereinigung wird ein Fest der Sinne werden. Genug geredet. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Wirst du deine Arbeit beenden? Verzeiht, doch warum hat sie solch wilde Augen? Sie hat etwas von einem Tier. Ob schlafend oder wach, ihre Augen sehen nur dein Bild. Allem anderen gegenüber ist sie blind. Geblendet von Liebe oder Ekel? Ich verstehe nicht, was du meinst. Schinde keine Zeit und küss sie endlich. Besiegle deine Verlobung. Ja, ein Kuss. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Festmahl. Herrlich. Deine Lippen sind zwei Kissen auf einem Bett aus Rosenblüten. Und deine so kalt und rau wie ungeschliffener Stein. Was ist das für ein Trick? Stimmt etwas nicht? Ihre Stimme, sie ist garstig. Mir wurde gesagt, sie wäre verführerisch. Von einem Wolf. Betrug! Bringt mir die echte Freya, oder ich ziehe mein Angebot zurück. Ich bringe mich selbst, wenn es dir recht ist. Freya, du musst ihr doch nicht... Ihr habt kaum etwas, Aesir. Nur dieses nutzlose Denkmal eurer Unfähigkeit. Du warst ein guter Junge, Thor. Verspiel das jetzt nicht. Und du, Harvey. Du wolltest der Verantwortung entgehen, indem du keine Wahl trafst. Doch auch das war eine Wahl und sieh, wohin sie uns gebracht hat. Boah. Niemand hat mehr für Asgard getan als ich.
Habe ich nicht diese Lande aus Ymirs dampfenden Überresten erbaut? Habt ihr dieses traurige Schauspiel nur für mich ausgehängt? Da spielen sich ja auf dem modernden Kadaver eines Schweins bessere Dramen ab. Beende deine Arbeit, oder leide. Keine Freya, kein Schild. Nach Hilhelm mit ihm, Harvey. Ich weiß, wo er seine Zauberfarbe aufbewahrt. Zeig es mir. Tor, Tür. Behaltet unseren Gast im Auge. Freya, ich hoffe, wir beide können uns nachher unterhalten. Warum trägst du noch immer Freyas Gestalt? Zur Erinnerung, um wen es geht. Verwandle dich zurück. Es ist verstörend. Wohin gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht pausenlos beobachtet. Also, du weißt nicht, wo seine Vorräte sind? Ganz sicher in der Nähe. Er hat dieses Gebiet nie verlassen. So gut wie nie. Was siehst du da oben, Sünen? Suche nach der Farbe des Baumeisters Loki bemerkte ein Treiben südlich des Turms. Also muss es ja hier irgendwo sein. Ah, da unten ist was. Wie kommen wir da rein? Ich geh jetzt doch mal da rein. Kann man hier unten vielleicht irgendwo reingehen? Hier ist auch nichts. Was soll denn das sein? Sünen, leite mich. Hier wäre schon so eine Art Eingang, oder? Da geht's jetzt auch nicht runter.
muss irgendwo... Muss noch ein Eingang sein. Warte mal, hier ist was. Oh, ey. Wir haben das Nest des Wurms gefunden. Sind das die Haustiere des Baumeisters? Gestaltwandler! Eine Täuschung! Soll der Baumeister büßen! Wo Wachen sind, sind doch Waren. Da hinten ist eine Tür. Probieren wir sie einzuschlagen. Warte, Loki. Lass uns reden. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ich schau, was er sagt. Was sorgt dich, Harvey? Loki, kanntest du diesen Baumeister, bevor wir ihn bei Heimdalls Turm trafen? Ob ich ihn kannte? Als Freund? Oder seinen Namen? Hast du ihn eingeladen? Ich... Das hab ich. Ja, er rettete meinen Sohn aus Jötunheim. Also brachte ich ihn her und half ihm Arbeit zu finden. Das ist alles. Bring das in Ordnung, Loki. Oder der Blutschwur, der mich bindet, ist verwirkt. Für dich und deinen Sohn. Ist das klar? Wie der wolkenlose Himmel, Harvey. Okay. Mehr Wild. Geh weiter. Ich halte dir den Rücken frei. Sehr beruhigend. Ich gehe am besten leise vorbei. Bei Ymirs Blut! Oh, dabei auch die letzte Träne. Alter. Okay, dann sind wir doch gerade mit der Quest hier reingekommen. Ich habe die Farbe. Bringe die Farbe des Baumeisters zum Turm. Okay, bin gespannt, ob das jetzt hinhaut mit dem Schild. Auf deinen Rat hin. Finde einen Weg, seine Arbeit zu behindern. Sonst biete ich ihm dich als Lohn. Stets zu Diensten, Rabengott. Okay. Meine Falle überlebt. Wie enttäuschend. Eindringlinge aus Jötunheim. Wir haben sie erledigt. Bei Buris Hodensack kann ich ihn jetzt töten? Wir brauchen diesen Blender nicht. Wir stellen den Turm einfach selbst fertig. Er braucht meinen Huger. Ich bin durch die Magie eures Reiches an ihn gebunden. Du hast unser heiliges Wasser entweiht. Wir haben jeden Grund, dich zu töten. Sehr schlüssig. Man sollte dich den Gott des Rückblicks nennen, allwissend im Nachhinein. Ich beende die Inschrift. Baumeister, du bleibst bei mir. Ihr anderen, geht. Elhas, zum Schutz. Du
Du feiger Wurm, Geißel meiner Sippe, du brachst Eide und Schädel. Ich habe diesen Turm nicht gebaut, um deine Feinde fernzuhalten. Ich baute ihn, um dich einzusperren. Du dachtest, du könntest mein Volk ohne Strafe oder Preis töten. Du und dein hohlköpfiger Wurm. Ihr Leben war der Preis für ihren Hochmut. Mich da rein. Okay. Alter Schwede, macht der. Du hast die neuen Welten geschaffen, doch du beherrschst sie nicht. Sie beherrschen? Ich wünsche nur, sie zu überleben. Niemand kehrt die Jahreszeit um. Wenn wir untergehen, sorge ich dafür, dass wir euch mitnehmen. Und seine Magie stirbt mit ihm. Beunruhigt dich das, Trickreicher? Was willst du andeuten? Steckst du dahinter, du ehrloser Verbieger der Wahrheit? Was weißt du schon von Ehre, Freya? Du hattest mehr Männer in deinem Bett als Midgards Hallen fassen. Ausgerechnet, du urteilst über fleischliche Gelüste? Du hast einen Wolfswelpen gezeugt. Ich werde mich doch nicht vom Herrn der Kleinlichkeiten maßregeln lassen, dessen Lanze sich regt, wenn er Gesetze zitiert. Und bevor du mit deinem Hammer drohst, Thor, denk daran. Ohne ihn wärst du nicht mehr als ein Troll, nur doppelt so dumm. Du eitriger Hodensack, voll der faulichsten Absonderungen von Ymirs Leiche. Kein Schwur lässt mich so etwas erdulden. Und doch wirst du ihn nicht brechen, Harvey. Das kannst du nicht. All deine Mühen, dem Schicksal zu entrinnen, werden dich nur weiter auf seinem Pfad voranbringen. Wenn du nicht aufpasst, wirst du womöglich zum Quell deiner eigenen Vernichtung. Lass ihn. Er wird kaum Schaden anrichten, solange sein Sohn in Gefangenschaft ist. Stopfen wir ihm das Maul mit Eisen, dann hört er auf zu plappern. Was nun, Weisester? Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt. Ragnarök kommt und wir sind nicht sicherer als zuvor. Es gibt vielleicht eine Lösung in Jötunheim. Sie nennen es Hugamagie. Ich werde dorthin reisen, um es selbst zu sehen. Okay. Bis ich die endgültige Fessel habe, darf Lokis Sohn diese Insel nicht verlassen. Bald wird sie als Zuflucht aller Wölfe dienen. Ich wache über ihn, als wäre er mein eigener Sohn. Dann überlasse ich das Reich deinen fähigen Händen, meine Königin. Sollte ich selbst mit leeren Händen zurückkehren, werde ich mich dem Schicksal fügen. Du schreitest das Tor nach Jütinheim. Wir schauen mal auf die Karte. Sollte hier vorne sein.
Okay, wir machen aber erst hier oben weiter bei der Opferung. Weil wir jetzt alle Schätze gesammelt haben. Na, ich glaube, da werden wir gleich da hochklettern. Oh, hier ist auch noch was. Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Aber wir können uns noch die Pilze mitnehmen. Genau, dann können wir bitte einmal die Gabe darbieten. Gut, Leute, somit haben wir hier alles abgeschlossen. Rätsel. Alles geschafft. Und 5 Fertigkeitspunkte gibt's. Und damit würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dran seid. Und dann geht's auch nach Jütenheim. Ja, müssen wir schauen, ob es überhaupt dann nach Jütenheim geht. Oder ob wir erst in die normale Welt zurück müssen. Ich weiß es nicht. Wir schauen uns alles in der nächsten Folge an, Leute. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.